Ja, der Corona-Crash ist da, baut sich weiter auf. Quo vadis, wo geht es hin? Wie sieht ein Krisenfahrplan aus? Sehen wir einen Euro-Crash? Sehen wir möglicherweise Enteignungen, die inzwischen ja auch bereits in den Medien angekommen sind und dort diskutiert werden seitens der Politik? Wir haben heute nochmal einen hochinteressanten Gast und wieder dabei in unserer Community, Dr. Markus Kall. Er ist mehrfacher Bestseller-Autor, Ökonom, Vorstand von Degussa. Und ja, schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind, lieber Herr Kall. Ja, gerne. So, und wir haben heute ja wieder ein spannendes Thema. Und zwar, wir schauen mal hin, wie geht das Ganze jetzt weiter? So, Sie sind da ja sehr freizügig, Sie sind einer der wenigen, die wirklich auch Prognosen herausgibt und sagt, ja, in diese Richtung wird es laufen. Und Sie lagen bis dato immer ziemlich gut, was ja nicht so ganz einfach ist. Von dem her mal die Frage an Sie. Was passiert in welcher Reihenfolge und am besten mit Datum? Ja, das ist, also man soll es natürlich nicht überstrapazieren. Wie heißt es so schön, wenn Sie ein Investmentprodukt kaufen, dann steht immer ein Warnhinweis vorne drauf. Past Performance ist no guarantee for future Performance. Ne? Also wenn er in der Vergangenheit richtig gelegen hat, heißt es noch lange nicht, dass er in der Zukunft auch immer richtig liegt. Insofern plädiere ich dafür, sich nicht darauf zu verlassen, dass einer in der Vergangenheit richtig gelegen hat, sodass er es dann hoffentlich auch in der Zukunft tut, sondern immer dem Argument zu folgen. Und bewerten Sie bitte das, was ich Ihnen vortrage, nicht an der Past Performance, sondern am Argument. Das wäre mal mein erstes Petitum für Ihre Zuschauer, weil ich glaube, dass das nachhaltiger ist und mehr dem Sapere Aude entspricht, dem philosophischen Grundsatz, den Mut zu haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Ja, richtig erinnert. Ich denke, da ganz kurz mit dazu gesagt, es gibt so viele Variablen da draußen, aber das, was mir persönlich an Ihnen auch gefällt, dass man immer einen Blick auf das Gesamtbild wirft, das heißt so möglichst die Vogelperspektive. Ja, und was passiert da denn aktuell und was könnte uns denn da alles noch erwarten? Ja, das vorausgeschickt, es ist in der Tat so, dass im Moment die Dinge relativ zwar komprimiert im Zeitablauf und etwas früher, als ich gedacht habe, aber ziemlich genau sich an den Fahrplan halten in der Reihenfolge, wie sie eintreten. Also die Kontraktion der Wirtschaft, die Pleite von Zombie-Unternehmen, aber leider auch von gesunden Unternehmen durch die Politik, die wir betreiben, die Kreditausfälle, die Kontraktion des Eigenkapitals der Banken und ihre Kreditvergabefähigkeit, die Notwendigkeit, die Banken zu rekapitalisieren. Das alles ist im Moment im Grunde, ja, ich sag mal, fahrplanmäßig wird es abgearbeitet von der Realität. Das bedeutet, dass an der grundsätzlichen Mechanik des Problems wahrscheinlich schon was dran ist, so wie ich es mal ausgearbeitet habe. Was passiert als nächstes? Ich glaube, dass wir jetzt mehrere Elemente sehen. Das eine ist, wir werden eine Entfaltung der Wirtschaftskrise sehen, die nicht mehr zu stoppen ist. Dafür ist die Wirtschaft jetzt zu stark beschädigt und es sind nicht allein die Maßnahmen, obwohl die Maßnahmen jetzt der Auslöser waren, aber die Wirtschaft ist zu stark beschädigt durch die Vorerkrankungen, die sie hatte, nämlich die Ungleichgewichte im Bankensystem, das Anstauen von Zombies im Wirtschaftsgeschehen, die zu niedrige Ausfallrate über jetzt anderthalb Jahrzehnte und so weiter. Und diese Ungleichgewichte, die drängen jetzt nach Entladung und diese Entladung führt zunächst mal zu einer weiteren Kontraktion unserer Wirtschaft und damit, weil die Politik sich damit nicht abfinden kann, zu einer Notwendigkeit von Unternehmensrettung, Bankenrettung und gewaltigen Sozialmaßnahmen und Defiziten, die sich da auftürmen. Das heißt also, das erfordert alles eine Riesenmenge an frisch gedrucktem Geld. Und die zweite Beobachtung oder Annahme, die wir eigentlich treffen können, ist, dass die Politik sich immer eines bestimmten Kalküls ja bemächtigt oder dieses Kalkül, einem bestimmten Kalkül folgt. Die Politik möchte kurzfristigen Schmerz vermeiden, auch wenn es langfristig einen größeren Schmerz erzeugt. Und wie macht die Politik das? Mit dem Hauptmittel, das ihr zu Gebote steht, nämlich mit dem Drucken von Geld. Dieses Drucken von Geld hat sich jetzt anderthalb Jahrzehnte bewährt aus Sicht der Politik und man geht davon aus, weil man eben über die Mechanismen, die darunter liegen, sich nicht im Klaren ist, dass man den Motor, den man jetzt auf 5.000 Touren gefahren hat, dass man den auch auf 15.000 Touren hochdrehen kann. Aber jeder, der mal ein Auto, auch ein hochleistungsfähiges Auto gehabt hat und da steht, ab 8.000 Touren fängt der rote Bereich an, weiß, dass ab 8.000 Touren eben der Motor kaputt geht. Während die Politik glaubt, wir haben es jetzt auf 5.000 gefahren, dann können wir es auch auf 10.000 und 15.000 fahren. Das ist der entscheidende Irrtum der Politik. Aber sie werden es machen, weil sie eben dem Irrtum erlegen sind, dass sie es wieder straflos tun könnten. Das wird nur diesmal nicht so laufen.
Und insofern gibt es also einmal die voraussehbare Reaktion der Politik, dass sie jetzt das mit Gelddrucken versucht. Gleichzeitig führt die Entwicklung dieser Krise dazu, dass die Verteilungs- und die Systemfrage gestellt werden, und zwar von beiden Seiten. Im Moment wird sie primär aus der sozialistischen Seite gestellt, nämlich die Verteilungsfrage, die da lautet, wer zahlt eigentlich die Zeche für die Corona-Krise? Wer soll denn, oder für die Wirtschaftskrise, in die wir jetzt da gerade reinschlittern, wer soll die Zeche dafür zahlen? Und da ist der Reflex der Politik und der sozialistischen Politik insgesamt natürlich sowieso, natürlich der, es sich dort holen zu wollen, wo man es Menschen wegnehmen kann, die was leisten, damit man es der Mehrheit, die weniger leistet, geben kann. Das heißt also, das Prinzip Gießkanne, das Prinzip Umverteilung, das Prinzip Neid, das Prinzip, gewaltige Ströme an Geld in Gang zu setzen und dann als Politik am Rande dieses gewaltigen Stroms zu sitzen, am Ufer dieses Stroms zu sitzen und den Löffel reinzuhalten und den Rahm abzuschöpfen, für sich selbst natürlich. Dieses Verhaltensmuster können wir antizipieren, weil es einfach der Natur unserer Politik entspricht. So, diese beiden Themen, Sozialstaats-, Neids- und Umverteilungsdebatte, Bezahldebatte auf der einen und Gelddrucken auf der anderen Seite, das sind die Treiber des politischen Verhaltens. Und das bedeutet, dass natürlich, wenn sich diese Krise entfaltet und zu gewaltigen Verlusten führt, die Sparer werden ja enteignet durch Inflation, dann wird es diese Umverteilungsfrage geben und dann kommt unvermeidlich die Debatte, die wir schon haben, wird ja jetzt schon losgetreten, die ist noch in der frühen Phase, aber die Debatte, die wir jetzt schon haben, nach Vermögensabgabe und nach Sondersteuern auf Vermögen und nach Reichensteuer und nach Zwangsanleihen auf Immobilienvermögen und was das ganze Folterinstrumentarium der sozialistischen Staatlichkeit so hergibt. Und insofern können wir mal davon ausgehen, dass die Sparer und Anleger dass sie gut dran tun, sich intensiv Gedanken darüber zu machen, welche Fantasie die fiskalische Gier dann noch entwickeln wird und was dann noch alles auf sie zukommen kann. Denn wenn es auf sie zukommen kann, dann wird es auch auf sie zukommen, wenn die Krise nur groß genug wird. Ja. Wenn ich Sie richtig interpretiere, dann sind es hochgefährliche Zeiten für diejenigen, die beispielsweise Bankrott haben, Lebensversicherungen, auch Immobilien, also die irgendwie noch Vermögen haben, wenn Richtung Sozialstaat, das heißt ein Linksruck und gleichzeitig auch viel, viel Geld drucken, wird das Bestehende entwerten und wenn es dann ja zu Enteignungen kommen kann, die ja jetzt schon diskutiert werden, dann sind es keine guten Nachrichten für ja, Menschen, die irgendwie noch was auf die Seite gelegt haben, oder? Ja, absolut. Also wir haben eigentlich mehrere Phasen der Enteignung. Die hatte ich letztes Jahr auch schon zuletzt auf der World of Value mal präsentiert, dass wir drei Phasen der Enteignung haben. Die erste Phase der Enteignung in der Deflation ist der Kollaps der aufgepumpten Blasen, also die Asset-Blasen, die wir haben im Bereich Aktien, Immobilien und Anleihen, die kollabieren. Die Anleihen zuletzt, weil die Anleihen kollabieren erst, wenn der Zins zwar nicht steigt, aber durch die gewaltigen Risikoprämien ersetzt wird, die jetzt notwendigerweise auf Anleihen zu zahlen sein werden. Die Risikoprämie soll ja kompensieren für die Kreditausfälle, die dort gesehen werden. Und die sind mittlerweile so hoch, dass es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist, wann die Anleger das ganze Zeug über Bord kippen. Das tun sie wahrscheinlich schon. Wir merken es nur deswegen noch nicht, weil die Zentralbank es zu jedem Preis aufkauft. Und die zweite Phase der Enteignung ist die Inflationsenteignung, die dann in die Nominalvermögen reingreift. Also Sparguthaben, Cash, Lebensversicherungen, Pensionsversicherungen, Rentenansprüche, ob es Betriebsrenten sind oder staatliche Renten. Das löst sich alles in Luft auf. Und im Zuge dieser deflatorischen ersten Phase gibt es auch da schon Enteignungen, beispielsweise beim Thema Betriebsrente. Also Sie haben vielleicht gehört, ein großer Kaufhauskonzern zahlt jetzt keine Betriebsrenten mehr. Das kann ich Ihnen garantieren, das ist das neue Normal. Ja, das ist der erste Fall von ganz, ganz vielen, die da kommen werden. Es gibt zwar eine Versicherung, eine Insolvenzversicherung für Betriebsrenten, aber die ist nicht dafür gedacht, dass das System kollabiert. Die ist dafür gedacht, dass mal ein Einzelner kollabiert und dann von der Solidargemeinschaft aufgefangen werden kann. Dieses System hat bei weitem nicht die Leistungsfähigkeit, die es bräuchte, um 10%, 20% oder 30% Insolvenzquote aller Unternehmen aufzufangen. Und das ist das, was wir sehen werden. Das heißt also, das Thema Wegfall von Betriebsrente und dass da nichts kommt, das wird zum Normalzustand sein. Die normalen Renten, also die staatlichen Renten und Pensionen, die werden erst aufgefressen, wenn die Inflation kommt. Und zwar deswegen, weil natürlich nominal werden sie noch da sein. Man kann nur nichts mehr dafür kaufen, weil die Inflation die Preise hochpumpt. Und die dritte Phase ist nach dem Ende
der Inflation bei einer allfälligen Währungsreform, denn anders wird man diese Inflation nicht zum Stehen bekommen. Wird es nochmal die Frage der Umverteilung sein, weil dann wird alle schreien, ja, wer sind denn die Krisengewinnler? Und die Krisengewinnler zu dem Zeitpunkt nach der Inflation, die werden sein diejenigen, die das richtige Aktienportfolio hatten, das antizyklische Aktienportfolio, diejenigen, die Grundstück und Immobilien haben, diejenigen, die Gold haben und Auslandsvermögen. Und da wird man versuchen reinzugreifen mit direkter fiskalischer Enteignung, mit Vermögenssteuer und was das, wie soll ich sagen, das Folterinstrument des Steuerstaates so halt hergibt. Das sind die drei Phasen der Enteignung. Ja, wie Sie so schön gesagt haben, das neue Normal hört man ja immer mehr und auch wir werden uns an ein neues Normal im Geldbereich gewöhnen dürfen. Davon können wir jetzt bereits ausgehen. Also wir sind in sehr, sehr interessanten, spannenden Zeiten. Ja. Ja, was sind denn dann sichere Möglichkeiten? Was kann jetzt ein normaler Sparer tun, der sich jetzt Sorgen macht und was ist hier ein sicherer Hafen in heutigen Zeiten? Also der sichere Hafen besteht aus mehreren Elementen. Das erste Element ist Diversifikation, auch wenn sie immer richtig war, war noch nie so richtig und wichtig wie heute. Und sie funktioniert aber heute anders. Früher war es so, dass man diversifiziert hat, indem man gesagt hat, Anleihen, Aktien, Immobilien, jeweils ein Drittel so und ein bisschen Cash, um immer liquide zu sein. Das war so eigentlich eine ziemlich simple Geschichte. Das können wir heute leider nicht mehr machen, sondern wir müssen uns überlegen, in jedem Teilbereich der Assetklassen, was genau suchen wir uns daraus, was trägt uns durch die Krise und ist gleichzeitig so diversifiziert, dass wir beim einen oder anderen falsch liegen können, ohne dass wir hinterher arm sind. Denn dass wir beim einen oder anderen falsch liegen in dieser Krise, davon können Sie fest ausgehen, egal wie tief und wie weit Ihre Analyse gereicht hat. Wie sieht ein diversifiziertes Portfolio heute aus meiner Sicht aus? Da ist Cash drin, da sind Auslandswährungen drin, da sind kurzlaufende ausländische Staatsanleihen drin. Kurzlaufend heißt 3 bis 6 Monate. Da ist relativ viel Gold drin. Da sind wenige Grundstücke und Immobilien drin, weil da ist die Befürchtung, vor allen Dingen dann, wenn sie beliehen sind, muss man befürchten, dass man Zins und Tilgung nicht leisten kann und sie genau dann verliert, wenn die Krise am tiefsten ist, zum geringsten Wert sie abgeben muss. Vor allen Dingen keine verschuldeten Immobilien, das ist ganz wichtig, weil verschuldete Immobilien setzen voraus, dass Mieten fließen. Darauf kann man sich dieser Tage, wie wir alle schon jetzt sehen, nicht mehr verlassen. Aber ein bisschen Immobilien gehören da auch rein. Und da gehören eben antizyklische Aktien rein, der Branchen Lebensmittel, Pharma, Gold, Entertainment, Big Tech und Rüstung und Waffen. Also das sind eigentlich die antizyklischen Aktien. Und global diversifiziert, das heißt also beispielsweise bei Pharma und Lebensmitteln würde ich mich in der Schweiz umschauen, bei Rüstung und Waffen würde ich mich in Großbritannien und den Vereinigten Staaten umschauen, bei Entertainment würde ich mich global umschauen, in Asien und in Amerika. Also globale Diversifikation, aber mit Konzentration auf wenige Branchen und mit Konzentration auf solche Unternehmen, die einen minimalen Leverage aufweisen, also möglichst nur mit Eigenkapital und mit möglichst wenig Fremdkapital arbeiten. Wunderbar. Wo sehen Sie Geldanlagen, die man jetzt in diesem aktuellen Szenario unbedingt meiden sollte? Und auch vielleicht noch als konkrete Frage dazu, wie ist es beispielsweise bei einer Lebensversicherung, die in 2 Jahren fällig wird? Ja, wie soll ich sagen, das Problem, dass Sie darüber überhaupt keine Kontrolle haben, was drin ist. Wenn Sie also eine Lebensversicherung haben, dann kann die durch Regulierung nicht Schritt halten mit der Entwicklung. Insofern bin ich bei Lebensversicherungen äußerst skeptisch. Es gibt einige wenige Versicherer, die sich in der Vergangenheit schon so aufgestellt haben, dass sie stark diversifiziert sind, also beispielsweise viel Aktien, viel Immobilienvermögen haben. Und Versicherer werden wohl kaum enteignet werden an der Stelle. Insofern kann man da davon ausgehen, dass man dort eine gewisse Vermögenssicherung hat. Aber die meisten haben ein Portfolio, das setzt sich nur aus Staatsanleihen zusammen. Ja, und die haben in den letzten Jahren vielleicht auch noch französische und italienische und spanische dazu gekauft, weil die sich ja so ein bisschen verzinst haben im Gegensatz zu den Deutschen und sie ja irgendwie ihr Verzinsungsversprechen einhalten wollten. Also Lebensversicherungen, große Skepsis meinerseits. Aktien, da sage ich in bestimmten Branchen ja, aber generell eigentlich nein. Also ein frei diversifiziertes Aktienportfolio, das überall reingeht, also sozusagen ein global diversifiziertes mit allen Branchen drin, das sozusagen den DAX kauft oder andere große Indizes und die dann zusammenfasst, da rate ich davon ab. Und zwar deswegen, weil mit Ausnahme der antizyklischen Branchen werden die alle brutalst leiden, die werden die Hälfte ihres Wertes verlieren, die werden vielleicht 2/3 ihres Wertes verlieren, bis die Boden finden,
wenn sie nicht gleich pleite gehen und überhaupt einen Totalverlust erleiden lassen als Aktionär. Das wage ich gar nicht zu prognostizieren. Also Aktien insgesamt rate ich zu großer Vorsicht. Ich rate auch zu Vorsicht bei Dingen wie irgendwelche geschlossenen Fonds, Immobilienfonds, irgendwelche komischen Windrädchen zu finanzieren oder sowas, weil die Dinger, die laufen alle nur durch die staatlichen Subventionen. Dafür wird kein Geld mehr da sein, das können Sie alles abschreiben. Also alles, was alle Investitionen, die nur deswegen sich rechnen, weil der Staat sie subventioniert, sind tot. Und zwar deswegen, weil der Staat dafür kein Geld mehr haben wird. Ja, und nehmen wir jetzt dieses Beispiel, wenn Sie eine Lebensversicherung hätten und die läuft jetzt, sagen wir mal, noch ein Jahr, würden Sie die noch behalten? Wie gesagt, ich würde es abhängig machen davon, von wem sie ist. Es gibt, wie gesagt, einige Versicherer, da muss sich jeder anschauen, was im Portfolio seines Versicherers drin ist, die stark gut diversifiziert sind mit vielen Sachanlagen und auch gut inflationsgeschützt sind. Da kann man drin bleiben. Aber wenn es ein Versicherer ist, der sehr stark auf Anleihenportfolien nur gesetzt hat, da würde ich zusehen, dass ich rauskomme, indem ich es verkaufe oder auflöse, solange ich noch kann. Wie lange geben Sie dem Euro noch? Ein Jahr. Ein Jahr. Das ist nicht sonderlich viel Zeit. Das ist nicht viel. Ja. Also das heißt, grundsätzlich vorbereiten, sich um sein Thema Geld und Finanzen kümmern, was wir auch in unserer Community ja schon immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig es ist, einfach die Augen zu öffnen, draußen zu sehen. Wir weisen ja auch schon auf im Prinzip diese Tendenzen seit vielen, vielen Jahren hin, ja, und die Sie auch schon seit vielen Jahren ebenfalls kommunizieren. Ja. Ja, glauben Sie, wir werden Enteignungen sehen? Ich glaube, dass es darauf ankommt, wie die politischen Entscheidungen sich entwickeln im Zuge dieser Krise. Ich glaube, dass diese Krise natürlich die Politik vor die ultimative Herausforderung stellt, die sie mit dem jetzigen Personal nicht meistern können wird. Ganz egal, ob sie Enteignungen macht oder nicht, alles, was sie produzieren kann, sind Pflasterchen. Und wenn sie Enteignungen macht, dann wird sie nur die Grundlagen der Erholung nach der Krise weiter zerstören und erodieren. Und zwar deswegen, weil sie diejenigen, die fleißig sind, diejenigen, die Leistungsträger sind, diejenigen, die die richtigen Anlageentscheidungen getroffen haben, die klugen Anlageentscheidungen getroffen haben, weil die dann enteignet werden und es denen gibt, die die falschen Anlageentscheidungen getroffen haben. Das ist das ganze Ergebnis einer Enteignungs- und Umverteilungspolitik, die Krisengewinnler bestrafen möchte. Mehr wird nicht passieren. Und das bedeutet, dass die Erholung noch langsamer gehen wird, wenn man das macht. Es gibt aber auch die Chance, dass wenn wir in ungefähr einem Jahr am Ende dieser Währung stehen werden, plus minus 1-2 Quartale vielleicht, dass wir dann eine Situation haben könnten, wo sich vielleicht mal dieses Volk und dieser Kontinent auf die Kräfte der Marktwirtschaft besinnt. Und falls das eintritt, dann kriegen wir vielleicht auch nochmal eine Regierung, die nicht das Allheilmittel in der Umverteilung der Not, sondern in der Schaffung von Wohlstand sieht. Und in dem Moment, wo das passieren sollte und wir dann tatsächlich marktwirtschaftliche Reformen sehen, dann werden wir keine Enteignungen im großen Stil haben, sondern dann werden die Ärmel hochgekrempelt und es wird wieder aufgebaut. Nur von der politischen Elite, die uns im Moment regiert, erwarte ich das nicht. Das erwarte ich nur, wenn es gelingt, in dieser Krise das Volk davon zu überzeugen, dass diese politische Elite weg muss und durch eine neue ersetzt werden muss. Das ist auch so meine letzte Frage noch. Haben wir denn auch gute Nachrichten? Weil es ist ja nicht immer alles lustig, was dort draußen passiert. Was sind denn gute Nachrichten? Sie sprechen in einem neuen Buch ja auch von dem Thema bürgerliche Revolution. Ja. Ist das Ganze auch eine Chance? Wie schätzen Sie das ein? Das Ganze ist eine riesige Chance und zwar deswegen, weil wir uns jetzt über viele Jahrzehnte daran gewöhnt haben, mit einer Politik der Enteignung und Beraubung, und nichts anderes ist dieser riesige Steuerumverteilungs- und Transferstaat, den wir uns da zugelegt haben, mit einer Politik, in der Demokratie missverstanden wird als ein Zustand, bei dem vier Wölfe und ein Schaf darüber abstimmen, was es zum Abendessen gibt, dass wir uns aus dieser Umklammerung dieses Irrtums lösen. Und zwar deswegen, weil er uns in den Abgrund führt. Und wenn wir das schaffen, uns aus dieser Umklammerung dieses Irrtums zu lösen, dann haben wir die Chance, was Besseres zu bauen. Dann haben wir die Chance, Leistung wieder nach vorne zu bringen, die Leistungsträger wieder so zu motivieren, dass sie den Karren aus dem Dreck ziehen. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir eine bessere Zukunft vor uns als die Vergangenheit, die wir gerade hinter uns lassen. Aber nur dann. Ja. Lieber Herr Dr. Krall, vielen Dank dafür. Sie haben sehr interessante Publikationen und Bücher. Blenden wir auch nochmal ein, kann ich definitiv
weiterempfehlen und sich da weiter informieren. Und da waren ja auch noch ein paar schöne Abschlussworte mit dabei. Ja, und an die Teilnehmer heute, bitte teilen, liken, kommentieren. Auch unseren YouTube-Kanal abonnieren, haben wir immer wieder viele Tipps und Tricks dort. Und viele Menschen wissen über solche Zusammenhänge nicht Bescheid. Und je mehr Menschen Bewusstsein darüber haben, desto besser wird letztendlich auch die Zukunft sein, in der wir uns bewegen. Und wenn viele Menschen weiterhin sehr unbewusst mit solchen Themen umgehen, dann wird es interessant und spannend. Wir werden sehen. Von dem her, wir werden unser Bestes machen hier in dem Bereich. Und wir haben ansonsten auch noch ein paar, also wir beschäftigen uns in unserer Community seit Jahren ja auch mit diesen Themen. Wir haben noch ein paar Tipps und Tricks. Das kann man einfach tun in Geldanlage in den heutigen Zeiten. Wir haben auch Live-Trainings dazu. Also dazu gerne informieren unterhalb von diesem Video. Ja, lieber Herr Dr. Krall, ja, Sie können gerne dann nochmal Tschüss sagen an unsere Community. Und ja, vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Ja, dann darf ich noch ein kurzes Abschiedswort an Ihre Community richten. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich darf Sie natürlich auf meine Publikationen hinweisen. Das hat ja der Einladende hier auch netterweise schon getan. Ich erlaube mir auch, Sie auf die Atlas-Initiative hinzuweisen, die sich wirtschaftspolitisch engagiert, aber keine Partei ist. Und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie jetzt die richtigen Entscheidungen treffen, die Sie selbst und die Menschen, die Ihnen anvertraut sind, durch diese Krise sicher navigieren. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie leistungsorientiert, bleiben Sie frei im Kopf und Ihnen allen das Allerwichtigste, den Satz Sapere aude, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Vielen Dank.